Hallo, Mr. Noland. Wie fühlen Sie sich? Wo bin ich hier? Sie befinden sich im geheimen Labor von Dr. Richard Glass. Und wer bist du? Mein Name ist Joseph. Ich bin ein Roboter, konzipiert und gebaut von Dr. Glass. Und was ist das hier? Das ist eine Kryokonservierungskapsel. Eine was? Eine Kapsel für die Kryokonservierung. Egal. Mit den bekannten Methoden der Kryonik war es bisher nicht möglich, größere Organismen zu konservieren. Es kam immer zu große, irreversible Schäden, da man das Frostschutzmittel unmöglich auf alle Zelltypen eines Körpers abstimmen konnte. Dr. Glass schaffte es, eine neue Art der Kryonik zu entwickeln. Durch diese Maschine ist es möglich, einen ganzen menschlichen Körper in eine Kryostase zu versetzen, ohne dass im Gewebe Schäden entstehen. Ja. Kann man nicht irgendwie abschalten? Dr. Glass wird in wenigen Augenblicken erscheinen. Hey, wo willst du hin? Hallo? Hallo? Wer sind Sie? Keine Angst. Wir wollen dir nichts tun. Was soll das? Wer zum Teufel seid ihr? Mein Name ist Richard Glass. Und das ist meine Laborassistentin Anne Helen. Und wer bist du? Wollt ihr mich verarschen? Ihr haltet mich hier fest und fragt, wer ich bin? Die Frage ist eher, ob du weißt, wer du bist. Was reden Sie da? Was geht hier vor? Warum haltet ihr mich fest? Wir halten dich nicht fest. Bitte sag uns, woran kannst du dich noch erinnern? Ich erinnere mich an gar nichts. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich vor ein paar Minuten noch ein tiefgefrorenes Steak war. Versuch dich zu konzentrieren, bitte, das ist wichtig. Woran kannst du dich genau noch erinnern? Ich habe geträumt, ich war in einem Restaurant. Und
Plötzlich ist alles in die Luft geflogen. Was ist? Woran kannst du dich noch erinnern? Was weißt du noch? Mr. Nolan, Sie sind hier draußen in großer Gefahr. Bitte kommen Sie wieder ins Labor mit. Dort sind Sie in Sicherheit. Einen Scheiß werde ich tun. Mr. Nolan, ich möchte Ihnen doch nur helfen. Halt dich von mir fern. Wo ist Will? Was meinst du? Du weißt genau, was ich meine. Wo ist er hin? Er sucht Antworten. Du hast die Schlüssel hier liegen lassen, stimmt's? Ja. Warum hast du das getan? Das ist der einzige Weg, um zu sehen, mit wem wir es hier zu tun haben. Wenn wir ihm sofort die Wahrheit gesagt hätten, dann hätte der uns alles vorspielen können. Wir können ihm nicht alles abnehmen. Die Kryonik und der Transfer müssen perfekt zusammenspielen, sonst funktioniert das alles nicht. Ihn gehen zu lassen, ist die einzige Möglichkeit, um es zu prüfen. Anne, wir müssen dem Ganzen hier noch ein bisschen mehr Zeit geben. Will, ist dir doch ganz egal. Dir geht's nur um deine Experimente. Meine Experimente sind der Grund dafür, dass Will überhaupt noch am Leben ist. Ich hoffe, du hast recht. Aber wenn sie ihn da draußen finden... Ja. Hast du endlich etwas Brauchbares für mich? Nein, keine Spur. Sie weiß, dass wir auch nach ihr suchen. Deswegen hat sie sich versteckt. Genau wie Richard. Ja, und was soll ich jetzt machen?
Du suchst weiter nach ihr. Du behältst ihre Wohnung im Auge. Wenn wir sie finden, dann finden wir auch Richard. Maledizione, ich mach das nicht mehr. Du tust das, was ich dir sage, du verdammtes Miststück. Ansonsten schneide ich dir deine Kehle auf. Hast du mich verstanden? Wer bist du? Was willst du von mir? Und warum folgst du mir? Was willst du von dieser Frau? Richard, was ist passiert? Sie werden mich töten, wenn sie mich finden. Warte mal, wer denn? Na, Eris, die sind hinter mir her. Die haben alle meine Kollegen entführt und wollen mich umbringen. Richard, wir müssen sofort zur Polizei gehen. Glaub mir, das bringt nichts. Ich muss die Stadt verlassen und muss untertauchen. Was alles andere hat keinen Sinn. Komm, bitte helft mir. Wohin willst du, Anne? Ich hab satt zu warten. Ich gehe wohl jetzt suchen. Du bist da draußen nicht sicher. Die suchen dich, genauso wie sie mich auch suchen. Wir sind nirgendwo mehr sicher. Und das haben wir nur dir zu verdanken. Wir hatten mit der ganzen Sache nichts zu tun. Den Terroristen, deinen Erfindungen, der ganzen Situation hier. Du hast uns da einfach mit reingezogen. Will wurde deinetwegen getötet. Tut mir leid, Anne. Das kam alles so plötzlich. Von heute auf morgen tauchte Alice auf und wollte mich aufgrund meiner Erfindungen umbringen. Innerhalb von 3 Wochen habe ich mein gesamtes Team verloren. Alice hat die entführt. Und vermutlich umgebracht, alle. Warum habt ihr denn nicht gleich Hilfe geholt? Ihr hättet zur Polizei gehen müssen. Ihr denkst du, das haben wir nicht getan?
Eris ist wie ein Phantom, die sind überall. Die haben eine Macht bis in allerhöchste Kreise, glaube mir. Drei meiner Teammitglieder sind zur Polizei gegangen. Bis heute wurden sie nie wieder gesehen. Anne, wer einmal auf der schwarzen Liste von Eris steht, für den gibt es keinen Ausweg mehr. Und was Will betrifft, so glaube ich mir, brauchst du dir keine großen Sorgen zu machen. Er ist stark. Er schafft das. Wenn wir überhaupt noch von Will reden können. Das ist er. Deine Erfindung funktioniert, da bin ich mir sicher. Er ist nur etwas verwirrt. Du sagtest doch selbst, er sucht nach Antworten. Er ist bestimmt in unsere Wohnung gegangen. Er war immer für dich da, Richard. Jetzt braucht er dich. Er braucht uns beide. Schau an, schau an. Wen haben wir denn da? Dr. Richard Glass. Ich muss schon sagen, im Versteckenspiel bist du richtig, richtig gut. Blackbeard, wo hast du mich gefunden? Mila? Black Mila ist, sagen wir, deinem Freund über den Weg gelaufen. Was habt ihr mit ihm gemacht? Wer wird denn gleich so kratzbürstig sein? Oh, keine Sorge. Um deinen Freund werden wir uns schon noch kümmern. Keine Sorge. Oh. Schon traurig eigentlich, dass wir uns überhaupt um solche Kreaturen kümmern müssen. Krankes Monster. Monster? Krankes Monster? Ich glaube, ich sollte da mal was klarstellen. Dr. Glass! Hey, was soll das? Richard! Bringt sie weg! Hörst du das? Kannst du das fühlen? Ja! Das ist Leben und das muss bewahrt werden. Nicht wie deine seelenlosen Kreaturen. Das sind die wahren Monster. Wir von Eris haben uns zur Aufgabe gemacht, das Leben zu wahren. Wir wollen alles, alles dafür tun, um das zu schützen. Eigentlich muss ich mich doch mal über dich schicken. Denn dir weiß ich jetzt auch, wie sich das anfühlt. Du Verfluchter! Manticore. Nimm das Labor auseinander und bring mir alles, was du findest. Hallo, Mr. Noland. Wie fühlen Sie sich? Joseph, was geht hier vor?
Iris hat anscheinend das Labor ausfindig gemacht. Es ist der Moment gekommen, dass sie die Wahrheit über ihre Vergangenheit erfahren. Ich weiß jetzt wieder, wer ich bin. Ich bin Will Noland. Und er ist meine Frau. Ich kann mich jetzt auch wieder an alles erinnern. An die Explosion. Und dass Richard mir das Leben gerettet hat. Das ist korrekt. Gewissermaßen. Gewissermaßen? Sie erlitten durch die Explosion schwere Verletzungen. Sie hätten es fast nicht geschafft. Dr. Glass brachte sie schnell in dieses geheime Labor und versetzte ihren Körper in eine Kryostase. So konnte er noch rechtzeitig ihren Tod verhindern. Und er verschaffte sich auch die nötige Zeit, die er brauchte. Um was zu tun? Um mich zu vollenden. Der echte Körper von Will Noland hat diese Kryokapsel niemals verlassen. Sie sind nicht das, was Sie denken zu sein. Wer bin ich dann? Sie sind ich, Mr. Noland. Was? Dr. Glass transferierte Ihr Selbstbewusstsein in diesen künstlichen Körper. Der Transfer war mit einem vorübergehenden Verlust Ihrer Erinnerungen verbunden. Aber das war nicht weiter tragisch. Allerdings wehrte sich ihre menschliche Seite gegen eine Fusion mit der robotischen Seite. So bilden sich zwei Persönlichkeiten. Sie, Mr. Noland, Sie nahmen sich weiter als Mensch wahr. Und mich nahmen Sie als eigenständige Präsenz wahr. Diese Konstellation existierte allerdings nur in Ihrer Vorstellung. Sie befinden sich schon die ganze Zeit in diesem Körper. Noch von Will reden können. Das ist er. Deine Erfindung funktioniert, da bin ich mir sicher. Er ist nur etwas verwirrt. Du sagtest doch selbst, er sucht nach Antworten. Mr. Noland, Anne ist vielleicht noch am Leben. Sie braucht jetzt Ihre Hilfe. Alles, was Sie erlebt haben, alles, was Sie je gefühlt haben, steckt in diesem Körper. Sie können sich noch nicht an alles erinnern. Aber das kommt noch mit der Zeit. Ich kann ihre Liebe zu Anne fühlen. Sie steckt hier drin. Sie ist schon immer da gewesen. Ohne Erinnerungen und ohne Gefühle sind Menschen nur leere Hüllen, bestehend aus Fleisch und Blut. Mehr nicht. Sie haben das große Glück, dass sie noch alles haben. Das Bewusstsein macht einen Menschen aus, nicht der Körper. Sie haben viele schöne Erinnerungen. Und glauben Sie mir, Mr. Noland, es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Schließlich gibt es nichts Menschlicheres als das. Mila. Der Moment ist gekommen, dass du dich entscheidest. Entweder du gehörst zu Eris oder du schmorst in der Hölle. Deine Entscheidung. Ich sag dir nur eins, entscheide dich gut. Nur wäre doch viel zu schade, deinen hübschen kleinen Arsch in der Hölle brennen zu sehen. Anscheinend
brauchst du dann noch ein bisschen Entscheidungsfähigkeit. Okay. Wie war das? Okay. Ich bin dabei. Das freut mich. Wirklich, wirklich sehr. Ich will, dass du sie tötest. Töte sie! 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 Ja! Ja! Thank you.
Alles, was sie erlebt haben. Alles, was sie je gefühlt haben. Sie können sich noch nicht an alles erinnern, aber das kommt noch mit der Zeit. Ich kann ihre Liebe zu Anne fühlen. Sie ist schon immer da gewesen. Ohne Erinnerungen und ohne Gefühle sind Menschen nur leere Hüllen, bestehen aus Fleisch und Blut. Mehr nicht. Sie haben das große Glück, dass sie noch alles haben. Das Bewusstsein macht einen Menschen aus, nicht der Körper. Sie haben viele schöne Erinnerungen. Und glauben Sie mir, Mr. Nolan, es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Schließlich gibt es nichts Menschlicheres als das.
Seit 9 Monaten sind wir auf der Flucht vor Eris. Wir stehen auf der schwarzen Liste und sind gezwungen, von Ort zu reisen, damit sie uns nicht kriegen. Wir hinterlassen keine Spuren. Wir haben keine Adresse, keine Bankdaten, kein Telefon. Nichts. Ich frage mich, wie lange wir noch so leben müssen. Du fehlst mir. Sehr. Ich weiß nicht, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Ich weiß nicht, ob du mich hören kannst. Aber wenn das so ist, dann musst du wissen, dass ich dich niemals vergessen werde. Wir werden uns wiedersehen. Bis bald, Will. Cercarti. Cercarti, non so come trovarti, in un sogno ti cercherò.